Hallo und willkommen zu diesem Webinar für ätherische Öle, für Pferdetherapien und Körperarbeit. Und es geht eben hier um Therapien für die Pferde, nicht unbedingt mit den Pferden und Körperarbeit auch für die Pferde. Also es ist speziell für die Leute gedacht, die Pferden etwas Gutes tun, sei es jetzt in einem medizinischen Bereich, in einem therapeutischen Bereich oder auch eher in der, ich sag's mal, Wohlfühlecke. Und das ist absolut nicht irgendwie kleiner machend gemeint, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass es Personen gibt, die den Pferden auch helfen, sich weiterhin gut zu fühlen, auch wenn sie gesund sind. Genauso natürlich wie Personen, die sich dafür einsetzen und arbeiten mit den Pferden, falls es schon Probleme gibt. Also hier den Bogen möchte ich sehr kompakt, aber trotzdem breit für euch spannen, dass diejenigen etwas davon haben, die eben sehr therapeutisch mit den Pferden arbeiten, auch mit Pferden, die große Probleme haben, aber auch für die, die zum Beispiel auch nur ihr eigenes Pferd unterstützen wollen und helfen wollen, dass ihr das Pferd einfach noch besser fühlt oder gar nicht erst in eine Situation kommt, in der man dann große Hilfe von außen vielleicht braucht, weil sich etwas so manifestiert und etwas so festgesetzt hat. Ganz, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Anissa Brauneis. Ich habe viele, viele Jahre lang mit Pferden gearbeitet, diverse Modalitäten der Körperarbeit, kraniosakral gearbeitet, auch mit den Pferden, Massagen angeboten. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe das wirklich gern gemacht und habe dann aus privaten Gründen eigentlich, also was über meine schwerkranke Hündin damals, musste ich aufhören, vor allem zu reisen. Das hat sich dann so nach und nach ergeben und war dann auch in einer Situation, wo ich zeitgleich angefangen habe, eben mehr über ätherische Öle zu unterrichten, mein Wissen weiterzugeben. Das heißt, ich arbeite jetzt nicht mehr aktiv mit fremden Pferden, habe aber selber drei hier gleich nebenan, außerhalb dieses Hauses, wo ich dieses Webinar aufzeichne, stehen. Das heißt, da ist einem auch, da hat man immer, wenn man möchte, Arbeit, aber die eigenen Pferde sind meistens die, die ein bisschen am wenigsten betreut werden in diese Richtung. Das muss man auch oft ein bisschen zugeben. Aber ja, wie gesagt, da bin ich beschäftigt genug, denen zu helfen und habe mich auf ätherische Öle spezialisiert und hatte aber eben eine ganz wunderbare Zeit, dass ich erstens mal tolle Pferde und auch Reiter und Besitzer kennengelernt habe, aber auch eben meine zwei Leidenschaften, die Pferde und die Öle, verbinden konnte. Und jetzt möchte ich auch so ein bisschen davon weitergeben. Also dieses Webinar ist für euch gedacht, eben wenn ihr zum Beispiel zu tun habt mit kraniosakraler Arbeit, mit Akupressurmassage, aber auch klassische Sportmassage bei den Pferden, Osteopathie, Chiropraxis, das ist ja eher schon im mehr medizinischeren Bereich, vielleicht seid ihr aber auch irgendwie Physiotherapeuten für Pferde, auch das gibt es in manchen Ländern. Es ist ja auch im deutschsprachigen Raum sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man lebt, wo man arbeitet, wie hier so die rechtlichen Zugänge sind. Und was ich auch geliebt habe und sehr, sehr gern gemacht habe, und das ist nach wie vor ein großer Teil, wenn ich mit meinen eigenen Pferden zu tun habe, ist die Körperarbeit nach Masterson, beziehungsweise Masterson Method oder Masterson Methode. Der Jim Masterson hat ein tolles Buch geschrieben, hat wunderbare Lehr-DVDs. Die Kurse sind wirklich, wirklich zu empfehlen. Ich weiß, das Buch gibt es auf Deutsch. Ich glaube, die DVDs sind auch mittlerweile übersetzt. Es soll jetzt kein Werbewebinar für die Masterson Method werden, aber die ist wirklich sensationell und hat auch mir, die damals schon Erfahrung hatte mit Pferden, sehr viel gebracht. Also ich habe damals schon Pferdeklienten betreut und die Masterson Method hat das Ganze so toll abgerundet. Und auch wenn ihr ein Laie seid und nur dem eigenen Pferd immer mal wieder was Gutes tun wollt, schaut euch das mal an. Also das kann ich euch echt nur ans Herz legen. Und es hat sich wunderbar auch mit den Ölen verbinden lassen. So, gehen wir mal ein paar Bereiche im Pferd durch. Und es ist jetzt natürlich unmöglich, jeden exakten Fall und die passenden Öle dafür in kurzer Zeit aufzuzählen, denn es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Pferde schon von etwas sehr ähnlichen Themen betroffen sind. Und es ein paar Öle gibt, die fast jedem Pferd einfach gut tun auch. Und natürlich, wie gesagt, es ist jeder anders. Aber ich würde mal hier so sagen, mit dem, was ich euch jetzt vorstelle, fahrt ihr in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Und es ist definitiv nicht falsch. Vielleicht gibt es dann manchmal etwas bisschen Passenderes. Aber hier werdet ihr schon gute Erfahrungen auch machen können. Davon bin ich ganz überzeugt. Und einer der Bereiche, der bei fast jedem Pferd ein Thema ist, ist das Genick. Das muss jetzt nicht heißen, dass man ganz, ganz großartig was falsch macht, aber da kann sich auch immer mal wieder was ansammeln. Es kann vom Reitstil kommen, sei es jetzt einfach der Reitstil, in dem das Pferd arbeitet oder auch der persönliche Stil der Person, die oben sitzt. Rollkur und so ist sowieso in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren
sehr im Gespräch gewesen. Natürlich eine zu intensive, zu lange Versammlung, falsche Versammlung eben, macht Probleme. Das weiß man eben, wenn man regelmäßig Pferde betreut, die so geritten werden. Aber es kann auch sein, dass das Pferd einen Unfall hatte, sich geschreckt hat, mal in einen Halfter reingelehnt hat. Die Halfter reißen nicht immer ganz schnell und das erzeugt dann schon einen ordentlichen Druck. Und es passiert ganz, ganz vielen Pferden, auch wenn sie jung sind gerade, so, die sind wo angebunden, schrecken sich, springen ebenso zurück ins Halfter und das macht schon Probleme auch für das Genick im schlimmsten Fall. Und es ist wie bei uns Menschen, also fast jeder findet das angenehm, wenn das Genick massiert wird, weil wir auch Spannungen ganz gerne, genauso wie die Pferde, im Genick festhalten. Hinzu kommt noch das Schmerzen in den Vorderbeinen, auch aus den Hufen zum Beispiel, sich auch im Genick bemerkbar macht. Natürlich auch die Zähne, wenn hier etwas nicht stimmt, dann spürt man das. Es gibt noch viele andere Gründe, aber das sind so welche, die auch eben sehr häufig vorkommen. Jetzt habe ich zum Beispiel gemerkt, dass zwei Ölemischungen von doTERRA und ich spreche heute nur über doTERRA-Öle. Ich habe seit vielen, vielen Jahren mit verschiedensten Ölen gearbeitet, auch bevor ich doTERRA kennengelernt habe und es war für mich voll okay. Dann kam doTERRA eben in mein Leben und es hat sich alles geändert. Und das hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber die Arten von Reaktionen, die ich von den Pferden erlebt habe, die ich auch an mir selber erlebt habe, das hatte ich nie zuvor, das habe ich auch, ich meine, gut, jetzt, seit ich doTERRA daheim habe, habe ich auch überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwelche anderen Öle zu mir nach Hause zu holen. Es sind wirklich die am strengsten getesteten Öle. Es gibt wunderbare Mischungen, die schon fix und fertig für uns gemacht sind, wie eben die zwei, über die wir jetzt sprechen werden. Von daher, ich rede heute über doTERRA-Öle und ihr werdet auch nur das, was ich euch erzähle, mit doTERRA-Ölen nachmachen können. Davon bin ich absolut überzeugt. Und ja, auch wie die Tiere darauf reagieren, die überlegen sich nicht, was ist das jetzt, woher kommt dieses Fläschchen, von wem habe ich das bekommen. Die zeigen es einem ganz deutlich und das ist wirklich sensationell zu sehen, wie eindeutig auch die wissen, was ihnen einfach richtig gut tut. Die Aromatouch-Mischung ist bereits eine von doTERRA vorgefertigte Mischung aus Zypresse, Pfefferminz, Majoram, Basilikum, Grapefruit und Lavendel. Und wir haben hier einerseits etwas Beruhigendes, Entspannendes, eine Mischung aus beruhigenden, entspannenden Ölen, gleichzeitig aber auch Öle, die den Lymphfluss fördern und die Durchblutung auch fördern. Es ist eine Massagemischung, das heißt eben auch für uns Menschen, ich nehme die ganz gern mit, wenn ich zu einer Massage gehe, dann sage ich einfach zur massierenden Person, bitte hier einfach zwei Tropfen davon ins Basisöl geben. Und da weiß ich, das tut mir einfach sehr gut und das macht dieses Massageerlebnis einfach noch besser auch. Und da weiß ich, da habe ich dann richtig toll was auch davon. Und das ist eine tolle Mischung eben auch für das Genick des Pferdes. Denn wir haben auch rund ums Genick sehr viele Lymphknoten, Lymphbahnen, die davon profitieren, wenn man sie anregt. Und auch Pferde können Kopfschmerzen haben. Also das glauben oder denken manche am Anfang gar nicht, aber auch für die kann das ein Problem sein und eben auch hier, wir wollen abfließen, wir wollen Bewegung drin haben, wir wollen das Genick weich haben und entspannt. Und wenn ihr eben Techniken habt, wo ihr das Genick auch mobilisiert, auf welche Art auch immer, versucht einfach vorher so ein, zwei Tropfen pro Seite von der Aromatouch-Mischung einzumassieren. Die meisten Pferde vertragen sehr, sehr gut. Ich habe es auch immer gerne so pur verwendet, je auch einen Tropfen pro Seite. Wenn ein Pferd sensible Haut hat oder manche Schimmel oder man weiß, die gehen danach in die Sonne, weil Grapefruit drinnen ist, besteht ein bisschen die Gefahr einer Lichtempfindlichkeit, dann einfach mit einem Trägeröl verdünnen. Ich mag hier ganz gern fraktioniertes Kokosöl, weil es einfach sehr schnell einzieht, auch nicht so super fettig ist. Aber ich habe auch gemerkt, dass es durchaus Vorteile haben kann, es pur aufzutragen, wenn es denn möglich ist. Wenn nicht, einfach verdünnen, das ist, man verliert jetzt nicht. Man hat auch Vorteile durchs Verdünnen, aber wie schnell und wie tief es reingeht, habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass es pur einfach sehr, sehr viel Sinn macht. Aber wie gesagt, wenn ihr sowieso auch länger massieren wollt an dem Bereich, also am Genickbereich beim Pferd, dann verwendet gern ein Trägeröl, denn dann haltet ihr das auch länger in dem Gewebe, genau an der Stelle, wo es einmassiert. Also es hat durchaus seinen Vorteil. Aber ich möchte es auch nicht zu kompliziert für euch machen, auf jeden Fall so oder so. Ist es eine Mischung, die dem Genick sehr gut tut und wo ihr merken werdet, wenn ihr das vorher verwendet, dass die Pferde einfach sehr viel besser, sehr viel leichter auf diverse Techniken im Genick reagieren, sich leichter tun, auch hier die Spannung loszulassen. Gut ist auch eine Mischung namens Deep Blue. Hier ist Wintergrün, Kampfer, Pfefferminz, Ylang Ylang, Heligrysum, das ist die Strohblume, auch wunderbar fürs Gewebe, sehr gewebeunterstützend, blauem Rheinfarn, blauer Kamille und Osmanthus drinnen.
Kurz gesagt, diese Mischung ist eben auch zur Geweberegeneration, wenn sehr starke Spannung drinnen ist, auch in Gelenken, die ist einfach ganz speziell auch für Gelenke gemacht, tut aber auch der Muskulatur und Sehnenbänder sehr gut und fühlt sich eher so kühl und auch prickelnd oft an, kann aber auch, wenn man es selber verwendet, manchmal das Gefühl geben, oh, es ist kurz kalt, oh, und jetzt wird es auf einmal warm, weil die Durchblutung angeregt wird, weil sich hier was im Gewebe tut. Also auch das ist eben vor allem, wenn ein Pferd zum Beispiel schon sehr, sehr fühlig ist, sich wirklich gar nicht gerne anfassen lässt, dann macht das Diplo absolut Sinn. Sind beide Mischungen ganz, ganz toll. Man lernt dann mit der Zeit oder auch im Gefühl heraus sehr, sehr schnell, welches Pferd braucht jetzt was. Oder man lässt die Pferde auch selber entscheiden. Die Nase der Pferde sagt einem ganz genau, dieses hier ist heute das Bessere für mich und das eher nicht so. Also man kann die Pferde auch einbinden, mitentscheiden zu lassen. Noch natürlich ein, ich möchte nicht sagen Schwachpunkt, weil es ist einfach etwas, wo ja manchmal halt ein bisschen zu tun ist, aber wo man immer wieder auch Arbeit findet, ist zum Beispiel auch der Widerriss. Da kann natürlich das Problem sein, dass die Sattelpassform nicht so wunderbar ist. Oder es gibt Schulterprobleme, was sich über den Widerriss zeigt. Das Alter, einfach wenn ja Gelenksarthrosen dann schon kommen. Kissing Spines, also natürlich auch hier kann ganz, ganz viel, auch der Reitstil, was vom Pferd verlangt wird, das kann alles etwas ausmachen. Aber auch hier gibt es Öle, die speziell in dem Bereich einfach gut tun. Wie zum Beispiel Lavendel. Es ist, wie man weiß, Lavendel ist sehr entspannend und hilft in dem Bereich vor allem Verfestigungen im Gewebe zu lösen. Das heißt, das Entspannende wirkt auch auf die Muskulatur, auf das Hautgewebe und die Pferde mögen das oft ganz gerne so im Widerriss einfach ein bisschen mit Lavendel massiert zu werden. Genauso gut ist aber auch Frankincense, beziehungsweise das ist der Weihrauch. Also Frankincense ist einfach das, der englische Begriff für den Weihrauch. Der ist aufbauend, und zwar gewebsaufbauend, unterstützt gesundes Zellwachstum und ist auch beruhigend. Das heißt, wenn ich hier mit Entzündungen, auch chronischen Entzündungen zum Beispiel, wie durch Kissing Spines oder sowas zu tun habe, dann profitiert natürlich alles dort in dem Bereich von einem Weihrauch, der hier hilft, gesunde Zellen zu fördern und auch einen gesunden Entzündungsprozess im Körper. Der kann ja manchmal durchaus Sinn machen, weil hier auch etwas angeregt wird, auch ein Heilungsprozess angeregt wird. Aber gleichzeitig haben wir auch dieses eben Beruhigende und dieses Revitalisierende durch den Weihrauch. Gerne auch kombinieren, Lavendel und Weihrauch. Und es sind auch beides Öle, die vom Pferden sehr gut angenommen werden. Auch das Pferd so prinzipiell von seiner Art her sehr entspannt. Das heißt, wenn einer eher nervös ist und sich schwer tut, auch auf eine Therapie oder auf eine Betreuungsart, welcher Art auch immer, einzulassen, dann kann man die beiden wunderbar kombinieren. Und dann hinten das Iliosakralgelenk oder einfach nur das Sakrum oder das Kreuzbein einfach, Kreuzdarmbeingelenk. Das macht auch bei ganz vielen Pferden einfach Riesenthemen. Auch hier kann der Reitstil natürlich was auslösen. Ich habe viel mit Westernpferden gearbeitet, mit vielen Rennern, wo eben Sliding Stops verlangt werden, also sehr, sehr tiefe, sehr intensive Stoppen. Die Pferde sind zwar meistens vom Körperbau her schon eher dafür gemacht, nennen wir es mal so, aber trotzdem ist das natürlich etwas, was sehr viel Spannung auch auslösen kann, was sehr anstrengend fürs Pferd sein kann, was auch schon mal ja, Schwierigkeiten für die Gelenke bedeuten kann. Und kann aber auch sein, dass ein Pferd einfach mal ausrutscht im Winter. Es ist wo eisig, es rutschen die Beine weg. Es muss jetzt gar nicht oft zu irrsinnig spektakulär ausschauen. Aber man sieht es dann, oder ich habe das dann oft gesehen, ja, Pferde, wo es ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen ausgerutscht, aber so schlimm war es auch wieder nicht. Und das Pferd war aber wahnsinnig verspannt in dem Bereich, weil es halt gereicht hat, um hier ja, sich unwohl zu fühlen. Wir sagen, oh, wir haben uns verrissen. Also auch das kann dem Pferd natürlich mal passieren. Wenn das Knie oder das Sprunggelenk Probleme macht, auch das spürt man dann hier oben im Kreuzbeinbereich. Und da gibt es eigentlich vor allem eine Mischung, das Balance, das ist die erdende Mischung, die besteht aus Fichte, Hochholz, das ist das Holz des Kampferbaums, Weihrauch, blauer Kamille, Osmanthus und die hat schon eine Basis aus fraktioniertem Kokosöl, also hier brauche ich gar nicht groß überlegen, das kann ich auf jeden Fall so, wie es ist, aus der Flasche auftragen, das ist sehr, sehr gut verträglich und mild und aus irgendeinem Grund, ich habe jetzt, ich meine, es macht schon irgendwie Sinn für mich, aber so 1000%ig die Erklärung habe ich nicht dafür, ich denke auch nicht mehr drüber nach, ist das eine Mischung, die wirklich fast jedem Pferd im Kreuzbeinbereich richtig gut tut. Das aufzutropfen, einzumassieren, einfach einzustreichen. Ich weiß auch von Leuten, die genau dieses Öl gerne im Genick, am Widerriss und eben am Kreuzbein auftragen, je einen Tropfen vor dem Reiten oder vor der Bodenarbeit und sagen, ich merke einfach, mein Pferd ist mehr bei sich, es ist aufmerksamer, er fühlt sich wohler, er trägt sich irgendwie leichter
Und ich persönlich verwende das Öl ja selbst sehr, sehr gerne an mir. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsmischungen. Allein der Duft ist sensationell. Holt einen sofort zu sich zurück. Wie es eben schon sagt, erdet in der Mischung. Man ist bei sich. Und ich verstehe das auch voll, dass die Pferde das sehr, sehr gerne mögen. Und wenn ihr eben da hinten lösen müsst, wenn ihr da Pferde habt, die schon lange, lange Schwierigkeiten damit haben, dann sucht auch das einfach vor der Behandlung aufzutragen, einzumassieren. Vielleicht auch ein bisschen danach. Vielleicht ist es auch ein gutes Öl in manchen Fällen dem Besitzer zu geben, zu sagen, hey, verwende das mal für 1-2 Wochen täglich und schau, wie sich dein Pferd damit tut. Und ja, man merkt auch den meisten Pferden an, dass sie es wirklich sehr, sehr gern mögen. Sobald man es einmassiert hat, ganz schnell entspannen, abkauen, schlecken, seufzen, gähnen. Also das kann manchmal schon sehr intensiv sein, was so ein Tröpfchen auslösen kann. Und natürlich haben aber auch Pferde emotionale Themen. Trauma, Trauer, Schock und Frustration, das sind alles Themen, mit denen auch Pferde zu kämpfen haben, nicht nur wir Menschen. Ich habe hier zum Beispiel ein Teammitglied, die sich speziell mit den Emotionen befasst. Das ist Sonja Schmidt-Liebert mit der Emotional Touch. Googelt das einfach oder sucht das auf Facebook. Also hier ist auch eine Art der Möglichkeit oder dem Pferd anzubieten, auch als Besitzer, als Laie etwas, was man fürs Pferd tun kann oder auch für die Beziehung zwischen Pferd und Mensch, um hier die Emotionen auch auszugleichen. Also hier kann man eben auch mit Ölen ganz, ganz viel machen. Und ich habe aber noch zwei weitere, wo ich ständig Erfahrungen gemacht habe, die mich sehr berührt haben auch und immer wieder fasziniert. Und das ist einmal Ylang Ylang. Das ist so eine Blüte, eine sehr, sehr blumig, ein bisschen schwer duftende Blüte. Also das Öl selbst ist schon intensiv auch. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Pferde das aber sehr gerne mögen. Und weil es ja eigentlich nichts ist, womit die meisten Pferde so klassisch auch in Kontakt kommen. Aber man sieht den Pferden auch am Gesichtsausdruck, an der Körperhaltung ganz schnell an, auch wenn es passt, wie gut ihnen das tut. Und das ist vor allem für Pferde, die sehr hart zu sich und zu anderen sind. Und die auch Schwierigkeiten haben, sich zu entspannen. So diese Oberchecker in den Herden, die der Meinung sind, sie müssen sich überall einmischen und sie müssen überall dabei sein und ja, denen es schwerfällt, auch mal irgendwo zu stehen und die anderen einfach machen zu lassen, wenn ein Neuer in die Herde kommt, die dann sehr große Schwierigkeiten haben, auch den reinzulassen in diese Familie, in diese Herde sozusagen, dann ist das Ylang Ylang ganz toll. Und das biete ich ganz gerne einfach zum Schnuppern an. Und wenn es dem Pferd dem passt und man merkt, ja, das findet das ganz gut, dann einfach so am Brustbein ein Tröpfchen einmassieren. Man kann das auch anders auftragen oder irgendwo im Stall etwas montieren, da drauf tröpfeln, was nicht gefährlich ist, dass das Pferd nicht fressen kann zum Beispiel. Es gibt auch so Diffuser, das sind Zerstäuber. Die verlieren sich noch manchmal in den Stellen ein bisschen. Aber da gibt es eben auch ganz viele Möglichkeiten. Aber man kann es auch simpel machen und einfach mal eben am Brustbein auftragen und das Pferd relaxen lassen. Manchmal reicht es auch einfach schon, wenn sie 2-3 Atemzüge davon nehmen und es passiert schon was mit ihnen. Also ich habe ein Video auch davon, wie ein Pferd sofort in die tiefe Entspannung fällt. Und da waren 12 Leute drumherum, die sich unterhalten haben und trotzdem, man sieht an, das Gesicht wird weich, die Augen werden glasig, er entlastet ein Bein und wupp, war wirklich, ja, weg. Total relaxed und das nur von ein bisschen Schnuppern, Ylang Ylang. Also lasst mich wissen, wenn ihr das auch gerne sehen wollt. Und dann haben wir auch noch eine Mischung, die nennt sich Consol. Auch hier ist Ylang Ylang drinnen, es ist Rose drinnen, Sandelholz unter anderem. Es ist eine Mischung speziell für Trauer und Verlust. Wenn ein Pferdefreund gestorben ist, wenn man umziehen musste mit den Pferden, es wurde eben aus der Herde, aus der bestehenden rausgenommen. Während des Absetzens oder nach dem Absetzen, weil das ist auch für viele Pferde schon auch traumatisch und nicht immer so einfach. Man kann es natürlich für die Stute und für das Fohlen auch verwenden. Und ja, oder wenn man vielleicht ein Pferd übernommen hat, wenn ein Besitzer erkrankt und sich nicht mehr ums Pferd kümmern kann. Also Consol ist sehr spektakulär, habe ich auch tolle Erfahrungsberichte von Hunden bekommen, die einfach auch aus schwieriger Haltung gekommen sind, verhaltensauffällig waren und einfach nur durch die Diffusen, durch das Stäuben im Raum mit Consol sich innerhalb von 1-2 Wochen total verändert haben. Und es hört sich immer so nach, ja, Wundergeschichten an. Aber es ist wirklich, wenn man das einmal erlebt hat, dann sieht man, wow, was das denn alles macht mit den Tieren und wie viel emotionales Gepäck die mitbringen und oft auch ja versuchen, scheinbar uns gar nicht so aufzulasten. Und ja, wenn es aber halt heftig wird, dann sieht man es, dann merkt man es. Und dann ist es schon auch in unserer Verantwortung, etwas zu suchen, was ihnen hilft, finde ich. Und
Das sind eben ein paar ganz tolle Möglichkeiten. Es braucht aber oft auch der Reiter oder Besitzer oder auch der Therapeut Unterstützung. Und ja, wenn man so wie ich in dem Bereich gearbeitet hat, es ist wie immer, man ist nicht jeden Tag gleich gut drauf, dann hatte man vielleicht schwierige Situationen oder Diskussionen mit jemandem oder hatte einfach nur eine sehr mühsame Anfahrt. Und dann muss man aber, sobald man dann zu dem Pferd kommt, mit dem man arbeiten möchte, bei sich sein, entspannt sein, gut drauf sein. Es ist wie beim Reiten, wenn man schlecht gelaunt aufs Pferd steigt, kann man es eigentlich gleich lassen. Ja, das wäre halt schön, wenn das immer so zack für jeden funktionieren würde. Hier kann man sich auch helfen mit dem Lavendel, der einen beruhigt. Und wenn man nur selber nach Lavendel duftet, wenn man zum Pferd einfach in die Box geht zum Beispiel oder in den Stall, dann merkt er auch zuerst mal, man riecht entspannend und man ist entspannt. Das ist eine optimale Kombination. Das ist auch für sehr unsichere Reiter. Also ich kenne Trainer, die es ihren Schützlingen empfehlen und Reitlehrer, die einfach wie sagen, ja, da ist jemand jedes Mal so angespannt, das Pferd versucht eh, aber das ist halt ganz schwierig, dass die miteinander arbeiten. Dann bekommen die Lavendel oder eben auch dieses Balance, was auch uns Menschen so gut tut, um entspannter zu sein und miteinander arbeiten zu können. Also vergesst nicht, dass das, was das für euch auch bedeuten kann. Magnolie oder Magnolia, wie es bei uns heißt, ist auch ein tolles Öl, sehr blumig auch, enthält mehr Linalol, das ist einer der beruhigenden Wirkstoffe, der auch im Lavendel vorkommt, aber enthält mehr als doppelt so viel Linalol als der Lavendel, ist also ein noch einmal entspannenderes Öl. Ist noch nicht so lange bei uns zu haben, deshalb experimentiere ich noch damit herum, aber ja, es ist auch, wenn man merkt, oh, man ist irgendwie ganz unter Strom und aufgedreht, tolles Öl. Und dann gibt es Kinderöle von doTERRA, Kindermischungen, den Thinker zum Beispiel, das ist für Fokus, bei sich bleiben, aber auch ruhig bleiben, aber eben auch konzentriert etwas tun. Das ist eben für all die Reiter zum Beispiel ganz gut, die, ja, wenn sie ein bisschen durch den Wind sind, dann irgendwie komplett alles verlieren oder sich in einer Turniersituation ganz schwer daran erinnern können, was sie eigentlich zu tun haben und ja, die nicht mehr wissen, oh, wo muss ich jetzt hin und welcher Sprung kam als nächstes zum Beispiel. Aber auch, wenn man mit den Pferden arbeitet eben und sich einfach weiß, wo, das ist ein bisschen schwieriger oder ich lasse mich da so leicht ablenken, dann ist der Sinker ganz großartig. Steady, ebenfalls aus der Kinderlinie, auch das ist, um ja so ein bisschen ähnlich wie Balance eigentlich, bei sich zu bleiben, ruhig zu bleiben, auch wenn man manchmal unsicher ist, vielleicht noch nicht so lange in dem Bereich zu tun hat. Und dann gibt es Anchor, das ist aus der Yoga-Linie, auch hier wieder was sehr Erdendes. Also ihr seht schon, das geht alles in dieselbe Richtung. Sich entspannen, sich erden, bei sich zu bleiben, um hier optimal eben mit dem Pferd arbeiten zu können. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann bitte meldet euch jederzeit, gar kein Problem. Ich habe eben auch ein Webinar, wo es darum geht, so ätherische Öle für Tiere allgemein. Denn ja, man kann auch mit Hunden, auch mit Katzen ganz, ganz tolle Sachen machen. Ich habe jetzt letztens die Rückmeldung von jemandem bekommen, die auch mit ihren Rindern die Öle verwendet und arbeitet und tolle Erfolge schon hat. Also Ziege und Schaf habe ich auch schon Retourmeldungen bekommen. Also man kann hier ganz, ganz viel machen. Und ja, ich bin da gern für euch da. Auch wenn ihr weitere Fragen habt, wie könnt ihr das anwenden? Ich betreue euch da sehr, sehr gerne. Wenn ihr jemanden anderen habt, der euch regelmäßig Öle-Tipps gibt oder schon ja, doTERRA-mäßig euch zur Seite steht, dann fragt bitte die Person. Auch die ist sicherlich sehr, sehr gern für euch da. Und ich freue mich schon, dass wir mehr Pferden noch besser helfen können in Zukunft. Alles, alles Liebe und danke fürs Anschauen und Zuhören.